Das ist nur ein kleines Stück des Waldes, den Georg Erhardsberger besitzt. Mit seiner Tochter Maria und seinem Enkelkind Sophie kommt er immer wieder gern in sein Waldstück. Insgesamt ist er Herr über 9 Hektar Baumfläche. Ich bin Waldbesitzer seit kleiner Junge. Da hat man sicher nicht gehört, aber war immer schon unser eigenes Holz. Und ja, man ist damit aufgewachsen. Und es macht einfach Spaß, sowas zu haben. Ein Spaß, der aber auch bewirtschaftet werden will. Um den Waldbesitzern ein bisschen unter die Arme zu greifen, können sich diese vom Forstamt Landau einen Nachhaltigkeitsplan erstellen lassen. Simbachs Bürgermeister Herbert Spocher ist vom Projekt überzeugt. Sie haben keine Kosten, sie werden zu nichts gezwungen. Das ist völlig unverbindlich. Sie werden von einem fachkundigen Berater beraten. Normalerweise kostet das viel Geld. Und sie kriegen Schriftstücke an die Hand, sie kriegen Bilder an die Hand. Und sie haben nur Vorteile. Also Nachteile sehe ich keinen. Erhardsberger zeigt sich dementsprechend begeistert. Er hat den Plan bereits ansatzweise studiert und möchte in der kommenden Waldsaison loslegen und einige Tipps beherzigen. Zum Beispiel sollen dann lichte Bäume entfernt werden, um einen möglichst stabilen Wald zu erhalten. Der Wald ist ja nicht nur ein Wirtschaftsfaktor, das er sicher auch mit ist, aber er ist Faktor für die ganze Umwelt. Er macht uns eine gute Luft. Er speichert Wasser, er ist Erholungsfaktor und das sollte man halt alles bedenken. Und darum ist sehr wichtig, dass man einen Wald nachhaltig bewirtschaftet, dass auch meine Enkel und Urenkel nur mit Freude in den Wald rausgehen können. Das soll mit diesem Plan möglich werden, denn er wird individuell auf jeden Waldbesitzer und seine Wünsche angepasst. Er beinhaltet auch, wie viele Bäume entfernt werden können, ohne dem Wald zu schaden. Die Erstellung einer derartigen Planung ist für den Waldbesitzer kostenfrei. Die Initiative zur Waldpflege braucht jedoch finanzielle Mittel. Wir haben jetzt die Möglichkeit über das Klimaprogramm Bayern 2020. Da haben wir zusätzliche finanzielle Mittel, um Klimakräfte, Fachkräfte einzustellen. Das sind ausgebildete Förster, die gehen mit den Waldbesitzern raus. Wir haben jetzt zwei Kollegen angestellt. In anderen Gemeinden ist der Ablauf ähnlich. Ergolding ist beispielsweise auch schon mit im Boot und für die Nachhaltigkeitspläne im Landkreis Landshut zuständig. In der Gemeinde Simbach ist Georg Erhardsberger einer von 80 Waldbauern, die bereits das Angebot der Beratung gewählt haben, das damit den Weg für einen gesunden, schönen Wald auch in der Zukunft ebnet.